Und ja, bei GTA ist das ja auch mal so, dass man dann am nächsten Tag schon, ja, schon, dass da Zeit vergeht und dass man am nächsten Tag quasi, dass man halt hier, ich weiß nicht, wie viele Stunden vergehen, ich glaube 8 oder so insgesamt. Und es läuft natürlich immer noch das gleiche, die Nebenradio. Ich wollte mal ganz kurz was hinten bei dem Leuchtturm gucken. Wow. Ich meine, hier hinten war doch irgendwas, oder? Ich hoffe, jetzt habe ich nicht direkt die Bullen am Hals. Das wäre etwas nervig. Aber ich meine, hier in dem Leuchtturm, ich weiß nicht, ob man schon rein kann. Ah, hier. Genau, hier ist eins von den Päckchen. Oh, von den 100 Päckchen. Also Leute, ich mache so einiges, aber die ganzen 100 Päckchen, das war in GTA schon immer schwierig. Ich erinnere mich auch nur noch an die Challenge von GTA 4, diese ganzen Tauben zu finden. Wer das mal gemacht hat, der weiß, wovon ich rede. Und der weiß auch, dass das eine Tortur ist. Also es sind einfach mega viele Sachen. 100 Päckchen ist da noch wenig. Ja, ich glaube, sonst war hier nichts. Ich hatte irgendwie die Erinnerung, dass hier auch mal eine Waffe war. Aber dem ist wohl nicht so. Na, da springen wir jetzt nicht runter. Wobei man hier in Vice City und so wie auch in San Andreas nicht so Angst haben muss vor den ganzen vor Fallschaden insgesamt. Das gibt gar nicht so viel Fallschaden. So. Ja, natürlich wieder unser Tracking-Fahrzeug hier, wenn wir noch reinkommen. Ja. Ach ja. Ja, Vorsicht, ja, steht doch nicht im Weg. Mein Gott. Ich verstecke mich oben auf der Treppe. So. Oh fuck. Nicht. Oh mein Gott, das war Glück, ey. Was man nämlich in Vice City nicht kann, was in San Andreas wieder geht, man kann in Vice City nicht schwimmen. Das ist leider so. Da hatte ich echt Schwein gerade, muss man echt sagen. Ganz ehrlich, da überlege ich gerade, ob ich nochmal abspeichere. Da kriegt man nämlich wieder Energie zurück. Ich glaube, das mache ich. Ah, sorry. So, das war zwar ein unnötiger Ausflug, aber sowas muss auch mal sein. Ich will nur mit voller Energie in die nächste Mission gehen. Ich weiß nicht, ob man da schon rumballern muss. Schön wäre es ja mal. Ja, wir haben den 31. März 2013 um 0:53 Uhr und heute werden die Uhren umgestellt, heute Nacht. So, ist meine Karre noch da? Ja, wir nehmen jetzt mal hier diese Schnieke, diesen BMW-artigen. Ja, alt, wie ein alter BMW sieht das Ding aus. Ah, direkt noch ein paar liebliche Salzaklänge dabei. Oh mein Gott. Oh, die Polizei hat es gesehen und hat mich nicht. Ja, das ist seltsam. Dabei sind die doch immer so schnell dabei. So, und hier um die Ecke. Und zack. Ja, die Autos hier können so schnell bremsen. Hat noch kein Mensch so gesehen. Weiter geht's. Dunkle Gassen. Ah, well, I hope you're having a good time, because I'm going out of my mind with worry here. What did you find out? That there are more criminals in this town than in prison. We need a lead from the streets. Okay, let me think, let me think, let me think. Ah, I got it. Okay, there's this Limey, some music industry slimeball. Goes by the name of Kent Paul. Anyway, he's got his nose so far up most of Vice City's ass that if anybody knows the whereabouts of 20 keys of coke, it's this guy, all right? He's always at the Malibu. I'll go pay him a visit. Take it easy now. Im Malibu Club und suchen Kent Paul. Kann man irgendwie auch die Radiosender wechseln? Muss ich mal rausfinden in der nächsten Runde. Weiß ich gerade nicht. Muss man mit dem, was in den Autos läuft, klarkommen. Oh fuck! Schnell weg! Die Autos hier in Vice City steuern sich ziemlich direkt.
Dadurch lassen sie sich zwar ganz gut um die Ecken jagen, aber es ist auch manchmal ein bisschen hakelig. So, dann gehen wir mal rein in den Money Block Club. Where'd you pop up from? I've been looking for a bird like you for ages, mate. You know what? I'm looking for some English guy. Kent Paul. Kent Paul, mate. Yeah, I'm the governor, Andy. I'll sort things out. You know what I mean? I'll treat you. Whatever you want, I'll get you, girl. Don't you worry about a thing, mate. You're lost, honey. Oi. You Kent Paul? I'm a friend of Rosenberg's. Rosenberg? Rosenberg. Oh, that bonkers ambulance chaser. That guy could defend an innocent man all the way to death row. Get another drink, bruv. Everybody's a comedian. Listen to me. I'm missing 20 keys and a lot of cash. Drugs, mate? It's a mugs game. What do you know about it? Oi, well, what I was coming to was, there's some chef come trumpet shifter who deals at kitchen of Hotel and Ocean Drive. He's been looking real pleased with himself lately. You could go and check him out. I will. And I'll be seeing you around. Yeah, that's right. Go and walk away, you mug. I knock you spark out. Give me a drink. And where's that slut? Suche den Küchenchef auf dem Ocean Drive. Ja. Oh, direkt falsche Richtung. Schauen, was wir machen können. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Die Sache ist, wahrscheinlich kennen die meisten halt Vice City schon. Aber es ist immer wieder ein Blick wert und ja, man kann eigentlich immer wieder zu den Spielen zurückkehren und das nochmal probieren. Da ist er auch schon, der Chefkoch. Hey, what you looking at? You better start talking. Hey, make me, you prick. Zack, gib ihm auf die Fresse. Bam. Nimm sein Handy, aber sicher doch. Ein Handy, eine Telefonzelle, eher mal gesagt. Oh, way to go, tough guy. Beat him to a pulp. Oh, that yeah. Should make him real chatty. You want some too? Hey, chill. I want what you want, brother. Oh, yeah? And what's that? Your green and my dead brother's white lady. Unfortunately, you just silenced our lead. Accidents happen. Get lost. Hey, whoa. Well, no need to go all long range on my ass. The way I see it, we two hombres in a strange town. We need to watch each other's back. My back's just fine, brother. You sure about that? Here, take this. Follow me. This way! Tja, und da kommen schon die Köche an und wollen eine ans Leder. Die ersten beiden gehen schon mal drauf. Und der ist auch drauf gegangen. So, ein Beil haben wir uns schnell mitgenommen. Holen uns noch schnell den Stern da vorne, dann geht das alles ein bisschen leichter. Oh, wow, wow, da kam direkt die Polizei um die Ecke. Und, ja, und ja, so, haben wir auch schon den ersten Charakter mit dabei. Ein ziemlich guter Genosse, mit dem man ziemlich viel Zeit im Spiel auch verbringt. Aber naja. Bald mehr davon. Das war so groovy, die Musik. Zack. So. Dann holen wir uns mal eine neue Waffe. Entweder eine Pistole. Eine Uzi, die kostet aber 300. Haben sie nicht vorrätig? Haben sie nicht vorrätig? Haben sie auch nicht vorrätig? Dann bleibt uns ja leider nur eine Möglichkeit. Es ist die Pistole. Ja. Hab ich die? Ich hab die jetzt nicht gekauft, oder? Immer noch nicht. Irgendwie mache ich das falsch.
Ich drücke irgendwie das Falsche. Drücke Return oder F, um zu gehen. Achso, ja, okay, sorry. Da habe ich ein bisschen rumgenugt. So, dann haben wir genug. Munition, schätze ich erstmal. 100 Schuss. Und dann können wir auch direkt weiterfahren. Ja, wie gesagt, cooler Genosse, den wir dabei haben. Den werden wir noch lange im Spiel mit der wird noch lange im Spiel dabei sein. Ja, war ein bisschen umständlich hier. So, und dann fahren wir auch mal wieder nach Hause wahrscheinlich, oder? Ja. I'm gonna go see what I can dig up. I'll be watching you, Tommy. So. Und es war ganz gut, dass wir eben nicht so viel Geld ausgegeben haben, weil wir haben jetzt 200 Euro dazu, 200 Dollar, sag ich, muss ich sagen, dazu bekommen. Und können dann bald uns eine weitere Waffe leisten. Ach ja, herrlich. So, werden wir angerufen? Hey, Leo, I think we got a buyer for Diaz's merchandise. Gotta give him a ring, man. Set up the deal, you know? Where are you now? You okay, Leo? You sound kinda different. Just tell me where you are. Who the hell is this? Put Leo on, man. Leo's gone away for a while. He left me in charge. Screw you, man. Das war nicht ganz so glaubwürdig. Ja, wenn man das. Er hat das Handy von einem anderen gehabt. Von dem Koch, den wir da eben niedergeschlagen haben. So, da vorne fährt auch eine. Oh, schöne Karren haben sie hier. Den nehmen wir doch direkt. Ja, komm, brauchst du ja eh nicht die Karre. Ab geht's. Ja. Vice City hat einfach auch von den Spielen hatte das einfach mal einen neuen Flair. Die vorigen Spiele haben wir alle so New York-mäßig gespielt und auch danach wurde es wieder mehr stadtlastig und das hier war mal wieder so ein Paradise. Ja, ich hab dir noch nichts getan, Bulle. Nur den Hydranten. Und wieder bei Leo. Oh, for God's sake, it's you. Oh, jeez. I'm gonna need new pants. Hey, those psychos from up north, they've been on the horn, and they're coming down here soon. Now, where is the goddamn money? Relax, relax. We're not at that part oh, yet. Oh, I thought that you were taking care of this. I really did. And now those Guidos say we gotta do them a favor. You mean I gotta do them a favor? Oh, of course that's what I mean. Do I look like I can intimidate a jury? I couldn't intimidate a child, and believe me, I've tried. Now look, it's either that or Ferrelli's cousin Giorgio gets 5 years for fraud. You gotta take these guys out. I understand. Help the jury change their minds. Don't worry about it. No! I tried that. The jury case didn't go so well. So make them change their minds. All right, more crap to wipe up. What did I do wrong in a past life? Dumb Florida moron. Ganz zufällig ist hier einfach. Ganz zufällig ist hier eine überfahren worden und hat uns einen Hammer dagelassen. Schön, schön. Schüchtere zwei Geschworene ein. Ja, machen wir. Oh, oh mein Gott. Okay, nein. Nein. Oh mein Gott. Ja, Leute, das bringt gar nichts. Da muss ich nochmal neu ran. But your father owns half a Florida. How are you part of the working class? So schnell kann das gehen bei diesem Schadensmodell und sowas. Ja, wir kriegen Geld abgezogen und sind im Krankenhaus. Ja, sehr schön. Haben auch alle Waffen verloren. Das ist immer, naja, ein bisschen nervig. Aber gut, das ist Vice City. Da war das noch nicht so komfortabel wie bei San Andreas oder bei anderen... Aber man kann zumindest von da aus direkt wieder hier anfangen. Überspringen das Ganze allerdings jetzt ein bisschen. Lustig ist auch, dass er sich im Krankenhaus anscheinend umgezogen hat.
So. Florida moron. Mamífero, I'm a woman. Ja, entspann dich. So, jetzt fahren wir ein bisschen vorsichtiger. Und versuchen nicht ins Wasser zu fahren. So, ganz ruhig, Freunde. Und versuchen mal zum ersten Geschworenen zu fahren. Der ist recht weit weg. Hm, hätte ich vielleicht den ersten da hinten nehmen sollen. Ah, ist jetzt auch egal. Make the guilty men innocent once more. Free them from themselves. How? How on earth do you do that? Bums. Ah, ein bisschen cruisen hier. Und da oben auf dem Parkdeck, glaube ich, steht dann auch die Karre von dem Typen. Schrotte das Auto des Geschworenen. Nichts leichter als das. Oh, alles dreimal drauf, komm. Müssen, glaube ich, noch ein bisschen genau auf die andere Seite. Mein Gott, dann geht er endlich kaputt. Remember, guilty is a dirty word. Ah ja, herrlich. So kann man, hat er ihn mal endlich eben richtig eingeschüchtert. Der Song mit Tommy Vercetti ist auch so eine coole Sau einfach nur. Die ganzen Charaktere, die Hauptcharaktere von GTA fand ich bis jetzt immer super sympathisch. Auch Nico, ja, der ist ja nicht so beliebt, ne? Der beliebteste ist, glaube ich, sogar. Ich glaube, Tommy sogar. Und danach kommt direkt CJ aus San Andreas. Und ja, Nico, glaube ich, ist, glaube ich, gar nicht so weit vorne, ne? Ist, glaube ich, hinter Cloud sogar. Naja. Oh. Macht man den anderen Wagen auch noch platt. Und dann haben wir die Aufgabe auch schon hinter uns gebracht. Oh, vorsichtig. Zack. Da ist der zweite. Oh fuck, da ist direkt ein Bulle. Ungünstig. Da müssen wir mal ein bisschen hier ums Auto rumrennen, damit er uns nicht niederklüppelt. Ah, andere Richtung. Ah, komm. Jetzt muss doch langsam mal gut sein. Oder muss ich ihn schlagen? Aha, so geht das Ganze also. What the fuck? Tja, Mission erfüllt. Da kriegen wir auch schon 400. Das geht jetzt immer so weiter. Das ist genau das Prinzip von GTA, dass man dann immer glaubt, für jede Mission kriegt man dann einfach 100 mehr. Wieder abspeichern gehen, die übliche Variante. Und zack. Zap. Hey Tommy, it's Sonny. How's the suntan? I ain't got no suntan. We ain't got my money either, so I'm one of them myself. What are you doing? So tell me, Tommy, what are you doing? I'm looking for the money, Sonny. Don't worry. I am worrying, Tommy. That's my style, because I seem to have this problem in my life with unreliable people. Don't be an unreliable person, Tommy. Please, do us both a favor. I'm looking forward to hearing from you. I'm looking for your money, Sonny. So, nochmal speichern gehen. Vor uns nochmal so ein Fauxpas wie eben passiert da mit der blöden Brücke da.
Ah, so ein kleiner Jeep hier. Nehmen wir einfach mal mit. Hoffentlich ach ja, da steht direkt ein Bulle daneben. Ah, das interessiert uns jetzt einfach mal nicht. Drauf geschissen. Ach, da ist ein Pfahl, ne? Oh mein Gott. Shit. Ja, eine kleine Spritztour. Hat auch noch nicht geschadet. Ich muss sagen, mit dem Spiel hier habe ich in meiner Jugend sehr, sehr viel Zeit verbracht. Verbrannt, sag ich schon. Ja, damit habe ich meine Zeit verbrannt. Verbracht. Ganz, ganz viel Zeit verbracht, weil das einfach awesome war. Schon der Sprung damals auf von GTA 3. Nee, von GTA 2 auf GTA 3. Das erste GTA in 3D war schon einfach super awesome. Und einfach was Besonderes, ne? Für die Zeit. Get to the payphone next to the mall in Washington. Ja, da haben wir schon ersten Nebenauftrag. Und zwar, das sind so, ja, das sind Nebenaufträge. Wir werden das nächste Mal auf jeden Fall machen. Ich gehe jetzt gerade mal hier erst noch den Auftrag mir abholen. Aufruhr. Tommy, any progress? No. Tell me later. Tommy, this is Avery Carrington. I believe you met at the party. Not in person. Howdy. Avery here has a proposition. Haven't we got other things on our mind? I'm trying to keep the wolves from the door. So could you please cut me some slack? I'm stretched like a wire, and even if I'm dead by the end of the week, I'd like to think that I didn't die poor. Now just okay? Calm down, both of you. Son, you help me, and any greaseballs giving you a hard time, I'll see to it they take a long dirt nap. Okay, what could I do for you? This delivery company's got its depot on some prime land. They won't sell. They're hanging on like a big old prairie rat. So we gotta go in there and smoke that vermin out. Head on down there and stir up a hornet's nest. The security will have their hands full, and then you can sneak in and put them out of business. And you could drop by Raphael's for a change of clothes. You might be there a while, but yeah, go for it. Should be a riot. If the balls drop like they should, stop by my office sometime. Who are these pricks anyway? Lawyer pricks, rug-wearing pricks, surrounded by pricks. Bricks. Ja, ich muss mir erstmal meine Klamotten wieder umziehen, damit ich schick aussehe. In dem schicksten Auto der Welt, was noch gar nicht kaputt ist. Und dann... ab zu dem Auftraggeber. Zack. Dann sind wir auch schon da. Schon wieder rein. Ja, zieh dich um. Schick, schick. Ja, da haben wir unsere Spandex Klamotten an. Ist so ein bisschen, glaube ich, von einer amerikanischen Firma. Da gibt es ja mehrere, die heißen, ich glaube, FedEx gibt es, dann gibt es noch ein paar andere, die heißen auch irgendwas mit X am Schluss. So, oh mein Gott. Und wie gesagt, der Sprung von GTA 2 auf GTA 3 war damals einfach unfassbar. Als ich das erste Mal GTA 3 gespielt habe mit einer 3D-Welt, da war ich so geflasht. Und wenn man sich heute mal GTA 4 anguckt, wie krass das aussieht. Hut ab, Rockstar. Hut ab. Da habt ihr euch... Oh, lol. Habt euch echt verbessert. Geht nicht ab. Ja, muss ich hin? Muss ich irgendwo anders hin? Muss ich die irgendwie... Muss ich die irgendwie zusammentreten? Oder was muss ich machen? Was ist meine Aufgabe? Okay, ich hab's schon echt oft gespielt, aber ich kann mich an diesen Auftrag nicht mehr so gut erinnern. Huch, plötzlich Ruhe. Tja, ich muss irgendwie auch zu den Bauarbeitern und ich muss da mitmachen. Allerdings weiß ich nicht genau, was da jetzt gerade am Start ist. Da war jetzt auch keine Markierung. Ist jetzt eine Markierung da oder habe ich da irgendwie... Scheint nichts zu sein.
Bitte geht auseinander. Soll ich hier irgendwie mal rumprügeln? Das hat gar nichts gebracht. Der macht halt gar nichts mehr jetzt, ne? Tja. Leute, was geht hier ab? Mal hier auf den Zaun hauen. Ich weiß nicht, ob das hier ein Bug ist, ehrlich gesagt. Aber hier ist nichts. Ach, muss ich vielleicht nochmal zu dem Bauarbeiter-Dings da? Weil der wird ja jetzt gerade auf der Karte so angezeigt, aber kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das ist doch nur die Werkstatt für die Autos oder was? Nee, warte mal, was ist das denn? Hallo? Schraubenzieher. Hammer. Ach so, das sind die, ja, das sind die Melee-Waffen. Ja, aber das haben wir ja alles schon. Das würde ja keinen Sinn machen, oder? Nee. Ich weiß es nicht. Gerade weiß ich es nicht, Leute. Ich fahre da noch einmal hin. Und wenn das nicht geht, dann mache ich hier erstmal einen Cut. Und dann fange ich nächstes Mal nochmal die Mission neu an. Oh mein Gott. Und dann schau mal, was ich hier falsch gemacht habe. Hier passiert gar nichts. Muss man hier irgendwie von der anderen Seite drauf? Warte mal. Gibt es da überhaupt einen anderen Eingang? Wüsste ich nämlich nicht. Da hinten ist noch was. Moment. Wir wollen ja nicht aufgeben, Leute, ne? Wir wollen ja nicht aufgeben. Wir gucken mal, was hier hinten abgeht. Mal hier lang. Hier höre ich auch schon wieder die Meute. Moment, da hinten war noch was. Da gehe ich mal gerade nachschauen. Ach, das ist eine Knarre. Nett. Jo, die nehmen wir doch gerne. Für den Fall der Fälle. Ja, hören tue ich die Meute wieder, aber... bringen tut mir das hier gar nichts. Ja. Oh, muss ich vielleicht da hoch? Okay, ich probiere es weiter. Wir schauen mal. Sorry, Leute, dass ich mich gerade ein bisschen noobig anstelle, aber ich weiß gerade ehrlich gesagt auch nicht genau. LOL! Ach, was ich hier genau machen muss. Habe ich irgendwie so eine Art Plan? Oh mein Gott, was war das? Das war die letzte Kamera. Von letzten Minuten. Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man da rüber springen muss, ehrlich gesagt, aber ich werde es mal probieren. Och Mensch, geht ja. Tommy. Stell dich mal nicht so an. So, von hier oben. Wow, 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 wow. Kann man sonst nichts machen, ne? Also von hier oben komme ich natürlich da. Darunter wäre jetzt eine Möglichkeit. Ah, es scheint richtig gewesen zu sein. Ah, die nehme ich ganz schön die Mangel. So, direkt mal die Waffen einsammeln hier. So, das Fass erstmal in die Luft jagen und hier auch. Nehmen wir mal den Knüppel hier. Der macht gut Damage. So, und damit nagen wir das hier auch in die Luft. Da ist noch so ein Päckchen. Ja, wenn ich eins finde, dann nehme ich das mit, ne? Das ist klar.
Ich weiß jetzt nicht genau, was ich hier machen muss. Vielleicht muss ich mir auch nur eine Karre knallen. Dem scheint nicht so zu sein. Okay. Tja. Oder ich muss ihn tatsächlich zerstören. Wir probieren das mal. So, er wird gleich explodieren. Dann schauen wir mal, ob das richtig war. Sorry Leute, da habe ich ein bisschen rumgenug. Das war richtig. Und da sind auch schon die 1000 Euro, die 1000 Dollar. Ei. Na, ich ein bisschen, wäre ich ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt. Aber, ja, ich habe auch ein bisschen die Wegfindung vermisst. Naja, fahren wir nochmal speichern. Die Welt ist ja noch recht überschaubar hier. Wir haben ja erst die erste Insel hier offen. Ja, machen nochmal eine coole Drehung. Und so ein Pisswetter hier. Ja, sicher. Ja, da konnte ich nichts für. Das hast du auch so eingesehen, wa? Haben denn viele von euch auch GTA gespielt? Also gibt's da. Aber eigentlich müsste das ja jeder mal gespielt haben, oder? Also das setze ich jetzt einfach mal voraus. Vielleicht auch nur den neuen Teil, aber. Naja. Aber ich habe auch gemerkt, es steht nicht jeder auf GTA. Es steht nicht jeder drauf, dass man so viel Raum hat und so. Naja. Gehen wir mal ans Telefon, ja? Hola, is this Mr. Versetti? Yeah. This is Cortez. You were at my party? Yeah, I remember. Mr. Versetti, it was a most unfortunate incident that happened when you beat the deal. I know. I want you to know me and my people are doing their utmost to get to the bottom of it. If you'd like to talk to me more privately, you can find me at the boat. Yeah. Okay? Good day, senor. Ja, Cortez mit seiner reizenden Tochter Mercedes hat uns angerufen. Und ich gehe mal ganz kurz hoch, meine Klamotten wechseln. Das geht, glaube ich, hier. Natürlich ist es das letzte Zimmer irgendwo anders. Aber schick das Zimmer, ne? Wo der sich hier hinlegen will. Ah, okay, das Bett. Naja. Also, ich sag mal so: Es ist ein bisschen klein. Naja. So, jetzt mal wieder in Straßenkleidung. Und, ach ja, witzig hier. Wer ist das hier auf dem Plakat? Das ist der, das ist quasi auch das, ich glaube, das gehört auch mit zum Poster von, GTA 3. Das ist der Held von GTA 3. So, dann gehen wir wieder da unten. Ja, hier verläuft man sich echt total toll. Diese wunderschönen Wandtexturen hier. Naja. Und ja, das wird mein letzter Speicherspunkt für heute. Das ist meine erste Spielsession gewesen. Ich schneide das Ding mal so auseinander und hoffe, ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es hier heißt GTA Vice City, Freunde. Bis dann. Ciao.